Und damit herzlich willkommen zur nächsten und damit schon achten Folge von Die Lieblings-Pokémon der Community. Heute geht es mal an den zweiten Starter-Typen nach Wasser mit der Mono-Starter-Liste, was vielen nicht gefallen hat. Ich kann da auch nichts für, es tut mir leid, es sind halt die Zuschauerstimmen. Gehen wir heute an den Pflanzentypen und wer weiß, vielleicht haben wir wieder eine Mono-Starter-Liste. Wer weiß, es ist natürlich potenziell möglich, da viele beliebte Pflanzen-Pokémon auch Starter sind, aber ich würde sagen, wir gehen straight nach diesem wunderbaren Wochenende, wo ich es hoffentlich nicht übertrieben habe, Partykinders, zu Platz Nummer 5. Und Platz Nummer 5 mit 50 Stimmen, was sogar relativ okay ist, aber ich glaube, es ist für den fünften Platz sogar noch ganz viel. Mit, wie gesagt, 50 Stimmen, 5,7% das Pflanzen-Pokémon Karpilz. Und damit haben wir schon Platz Nummer 5, ein Pokémon. Es wird keine Mono-Starterliste, alle freuen sich. Karpilz ist auf Platz Nummer 5. Ziemlich starkes Pokémon, schon lange, lange dabei. Dritte Generation. Ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Karpilz-Fan. Für mich ist es ein bisschen zu langsam. Aber trotzdem, der Kampfpilz gefällt natürlich vielen, was auch nachvollziehbar ist. Dann geht's weiter. Platz Nummer 4. Mit 55 Stimmen, was 6,2% entspricht, hätten wir das legendäre Pflanzen-Pokémon Shaymin. Platz Nummer 4 und immer noch kein Starter. Ich bin selbst verwundert. So, aber wie gesagt, Shaymin ist ein ziemlich cooles Pokémon. Die Zenitform sogar im Uber. Es ist einfach der beste Paraflincher, den man im Spiel haben kann. Und wie wir alle wissen, Paraflinchen ist jetzt nicht unbedingt ganz so cool. Deswegen, ja, Shaymin auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 3, und wie wir es schon damals bei Zapdos und Zapdarin hatten, teilen sich Platz 3 sogar zwei Pokémon, und zwar mit 58 Stimmen, was 6,6% entspricht, teilen sich die Pokémon Bisasaur und Reptane. In der Tat, Reptane, ein nicht voll entwickeltes Pokémon, das hatten wir auch noch nicht. Reptane, Mystery Dungeon. Wer Mystery Dungeon kennt, liebt Reptane. Ich persönlich auch. Dadurch wurde es erst zu meinem Lieblings-Mittelstufen-Pokémon und dadurch wurde auch Gengarbor generell mit der Reihe um Gengarbor, Reptane und Gewaldro zu meiner Lieblings-Starter-Reihe. Mystery Dungeon, Erkundungsteam, Zeit, Dunkelheit und Himmel. Reptane einfach wunderbar. Bisasaur, erste Generation, wer kennt's nicht? Jeder mag es. Es ist ein bisschen unterschätzt im Vergleich zu Turtok und Glurak. Ich persönlich mag's aber extremst und die zwei teilen sich Platz Nummer 3. Platz Nummer 2, und das finde ich sogar ein bisschen überraschend, mit 62 Stimmen. Man merkt, es wird nicht unbedingt mehr, 50, 55, 58, 62, aber Platz Nummer 2 mit 62 Stimmen, 7%, Shelterra. Überraschend, wir haben jetzt schon den dritten Starter quasi doch, es kommen jetzt, wie es aussieht, doch ein paar Starter. Shelterra hat mich echt ein bisschen überrascht, ich hätte nicht gedacht, also Shellast ist ultra niedlich, eins der süßesten Pokémon meiner Ansicht nach. Aber dass Shelterra tatsächlich auf Platz 2 der Pflanzen-Pokémon ist, überrascht mich persönlich. Ich mag Shelterra, im CP ist es allerdings nicht unbedingt so gut. Was auch ein bisschen einfach an der Typenkombi liegt, Bodenpflanze ist halt die vierfache Eisschwäche. Und Eisstrahl wird ja auch gerne mal zu Coverage gespielt. Deswegen, ja, Shelterra auf Platz Nummer 2. Und die Goldmedaille der Pflanzen-Pokémon. Mit 158 Stimmen, tatsächlich mal ein Mon, was auch viele Stimmen hat. Mit 17,9%. Aus der dritten Generation, der vollentwickelte Starter Gewaldro. Mein Lieblingsstarter hat es auf Platz Nummer 1 geschafft. Übrigens, falls ihr es noch wissen wollt, meine Stimme ging allerdings nicht an Gewaldro, sondern auch an Reptane. Ich habe mit meiner Stimme tatsächlich noch dafür gesorgt, dass Reptane, dass Karpilz überhaupt in der Liste ist. Bedankt euch bei mir, Karpilz-Wähler. Gewaldro, bis Quaiutsu kam, der schnellste Starter. Designtechnisch finde ich es persönlich mega gut. Im CP spiele ich es echt gerne. Die Mega-Entwicklung ist meine liebste Mega-Entwicklung. Ich liebe einfach Mega-Gewaldro und Gewaldro an sich. Es ist einfach ein super Pokémon und deswegen nachvollziehbar, dass es auf Platz 1 ist. Und damit sind wir auch schon am Ende. Am Freitag geht es dann weiter mit dem 9. Typen. Da haben wir dann auch schon die Halbzeit abgeschlossen. Es geht schneller vorbei, als ich gedacht habe. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Woche bzw. einen guten Start in die Woche und würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.